Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man Architektur mit Panorama-Stitching fotografiert und anschließend bearbeitet. Ich bin hier in Berlin, das ist der Breitscheidplatz mit der Gedächtniskirche nebenan. Und hier stehen einige Hochhäuser, die ich fotografieren wollte. Obwohl ich mit einem 24mm Objektiv Vollformat fotografiere, kriegt man die nicht ohne weiteres drauf. Beziehungsweise wenn man jetzt noch ein stärkeres Weitwinkel nehmen würde, dann um den Preis, dass man natürlich stürzende Linien hat. Je mehr sich die Perspektive verändert, desto schräger werden letztlich die Bauten. So, also habe ich jetzt folgende Methode angewandt. Ich stehe jetzt hier mit einem Stativ und mache 5 Fotos von dem Motiv nebeneinander. Also man muss beachten, dass man nicht auf die Idee kommt, ach, ich kriege ja das Gebäude bis hierhin rauf. Also nehme ich den nächsten Ausschnitt vielleicht so ab hier, sondern man muss deutliche Überlagerung machen, damit man am Ende auch ein gutes Ergebnis bekommt. So, jetzt gehe ich mal in Affinity Photo rein. Um diese 5 Fotos zusammensetzen zu können, was Affinity Photo ganz einfach macht, gehe ich auf Datei und neues Panorama. Es öffnet sich ein Dialog. Und jetzt wähle ich einfach aus, welche ich zusammen stitchen möchte. Also nehme ich mal diese, das Format spielt hier keine Rolle. Ich habe im RAW-Format aufgenommen. Es kann natürlich auch JPEG genommen werden. Allerdings, obwohl ich jetzt im RAW-Format bin, öffnet sich anschließend nicht der RAW-Converter, sondern ganz normal Affinity Photo. Jetzt werden die angezeigt nochmal, die ich ausgewählt habe. Und jetzt sage ich Panorama zusammenfügen und Affinity Photo rechnet das Ganze zusammen. Man bekommt eine Vorschau, leider nur eine kleine, mit der man jetzt nicht so viel anfangen kann. Aber ich will schon mal auf eine Besonderheit hinweisen, nämlich, dass man ja jetzt gar kein rechteckiges Foto mehr hat. Also Affinity Photo hat diese stürzenden Linien begradigt und dadurch entstehen natürlich Abschnitte, die wir hinterher zuschneiden können. Deshalb ist es wichtig, immer ein bisschen mehr zu fotografieren, als man eigentlich als Motiv drauf haben will. Ich sage dann okay. Jetzt öffnet sich nochmal ein neues Fenster, womit man nochmal Korrekturen vornehmen könnte. Auf die werde ich jetzt hier nicht eingehen, weil die in dem Fall ja gar keine Rolle spielen. Man könnte nochmal eine Neuberechnung durchführen lassen, wenn hier unsaubere Kanten wären. Sind es aber nicht. Ich könnte auch gleich jetzt hier schon zuschneiden, brauche ich aber nicht. Ich gehe einfach auf Anwenden und damit öffnet sich die Fotopersona. Und bevor ich jetzt irgendwas zuschneide, möchte ich Folgendes machen. Also die stürzenden Linien hat Affinity Photo selbstständig begradigt, alles gut. Hier sehe ich so ein bisschen, ja, so eine Beugung. Das kommt aber vom Objektiv. Und da kann ich mal folgende Abhilfe zeigen. Also man geht auf die Develop-Persona und dort gibt es den Karteireiter Objektiv. Dort die Objektivkorrektur aktivieren und das Objektiv auswählen in der Liste, was ihr habt. So, meins ist hier drin. Ich aktiviere das mal. Und damit werden diese Verwölbungen rausgenommen. Man könnte das auch manuell machen, indem man hier selber versucht, das Ganze wieder herzurichten. Aber so hat man eigentlich eine komfortable Lösung. So, jetzt gehe ich auf Entwickeln. Und nun schneide ich mir das zu. Und entscheide mich für diesen Ausschnitt. Sollte immer noch eine Verzerrung im Bild sein, mit der man nicht einverstanden ist. Nur, ich möchte es jetzt hier nicht machen, aber da möchte ich nur die Möglichkeit zeigen, dass wir auch den Live-Filter Verzerrung haben und dort noch einiges ausgleichen können. So, jetzt habe ich eine vermeintliche Nachtaufnahme, also zur blauen Stunde morgens fotografiert, mit jeweils Langzeitbelichtung. Und damit hat man ja das Problem, dass man natürlich sehr dunkle Bereiche hat. Ich werde also das Ganze jetzt so ein bisschen nachbearbeiten und fange damit an, indem ich die Schatten ein bisschen aufhelle. Und zwar recht behutsam, weil das Bild wird dann damit so ein bisschen fade und blass. Aber bis zu einem bestimmten Punkt, finde ich, geht es ganz gut, weil man Kontraste verstärkt, werden diese Bereiche automatisch sowieso wieder dunkler. So, was bei Architektur meiner Meinung nach immer ganz gut kommt, ist, wenn man so starke Kontrastgrenzen und Strukturen hat. Nun hat man ja tatsächlich hier so diese Fassade, die aussieht so wie Mauersteine. Und das möchte ich so ein bisschen mit Kontrast verstärken und so ein bisschen scharf zeichnen. Und dafür gibt es den Filter Klarheit. Da gucke ich mir jetzt mal an, welchen Wert es verträgt. Ich meine, das Bild ist scharf, insofern muss man gucken, dass man es nicht überzieht, aber ich glaube mal schon, dass das jetzt hier eigentlich ganz gut aussieht mit 50% Klarheit. Womit man noch mehr Kontrast reinbekommt, ist unter anderem Gradationskurven.
Gradationskurven werde ich jetzt mal ein klein bisschen anders benutzen als üblicherweise. Also üblicherweise mache ich ja die drei Punkte und mache eine S-Kurve, indem ich die Lichter ein bisschen anhebe und indem ich die Schatten etwas abdunkle. Das möchte ich jetzt nicht machen. Ich werde nämlich hinterher, ich habe was im Kopf, was ich hinterher noch machen möchte. Das heißt, ich möchte jetzt eigentlich nur so eine lokale Helligkeitsanpassung machen. Und da geht es mir darum, so um diese mittleren Helligkeitsbereiche, die sich hier so befinden. Das heißt, ich möchte die dunklen eigentlich nicht anfassen, die hellen nicht anfassen, möchte die hier anfassen. Und die ziehe ich jetzt mal ein bisschen heller, bis zu diesem Wert. Man sieht, dass diesen Bereich jetzt hier heller werden. Ich zeige es mal. Und damit habe ich auch schon mehr Kontrast erreicht. Was ich noch machen kann, einfach Helligkeit und Kontrast. Ziehe ich mal den Kontrast ein bisschen hoch. Damit werden die Schatten automatisch dunkler und deshalb ist sinnigerweise gleich der Helligkeitsregler daneben, womit man es wieder ausgleichen kann. Also muss man so nach Gefühl gehen und vor allen Dingen, ich achte jetzt darauf, dass auch die Helligkeitswerte hier nicht ausbrennen. Also die sind jetzt kurz vorm Ausbrennen. So, im Großen und Ganzen ist es schon mal nicht schlecht. Ich möchte jetzt aber nochmal was anderes machen und zwar das ist neu in Affinity Photo Version 2. Also ich möchte insgesamt das Bild ein bisschen aufhellen und zwar maßvoll aufhellen. So aufhellen, es ist ja nach wie vor, soll ja so eine Nachtaufnahme sein, also insofern kann ich es nicht zu hell machen. Das Problem ist, wenn ich es jetzt aufhelle, insgesamt, hier bin ich ja schon in den Bereichen, wo es sehr hell ist. Das würde jetzt ausbrennen. Insofern kommt gleich mal eine neue Funktion. Also ich möchte erstmal, wie ich sage, das Bild aufhellen. Dazu nehme ich die Belichtung. Wenn ich jetzt die Belichtung hochziehe, gefällt mir zwar insgesamt das Bild besser. So, ich gehe mal ordentlich hoch. Also so finde ich eigentlich diesen Bereich hier, den finde ich schön. Das Haus finde ich eigentlich fast komplett schön. Die Seite finde ich schön. Das finde ich schön. Aber hier ist es jetzt komplett ausgebrannt. Und hier unten auch. Und hier, man kann auch dieses Schild, Zoologischer Garten, kann man gar nicht mehr richtig sehen. Also hier geht es los, dass man sich sein Bild eigentlich zerstört. Da hatte man früher die Möglichkeit, das Lokal wieder so ein bisschen rauszumaskieren. Jetzt in Version 2 gibt es noch eine weitere Möglichkeit, eine neue Möglichkeit. Und zwar gibt es jetzt was anderswo, Luminanzmasken heißt. Gibt es jetzt in Affinity Photo und das heißt in dem Fall die Helligkeitsbereichsmaske. So, und zwar wird mir jetzt einfach ein Diagramm angezeigt, was den Verlauf von hell zu dunkel oder umgekehrt von dunkel zu hell zeigt. Also die linke Seite hier, der Anfasser, zeigt die komplett dunklen Töne, der rechte Bereich die hellen Töne. So, diese Kurve zeigt jetzt an, dass nichts aktiv ist. Diese Maske macht gerade gar nichts. Sie lässt also alle Helligkeitswerte komplett durch. Nun sage ich ja, und dazu gehe ich ja mal ein bisschen ran, dass ja hier die Ausbrennung beginnt. Also sage ich, ich möchte nicht, dass die ganz hellen Töne durchgelassen werden von der Belichtungsmaske. Und schon sieht man, wie man die wieder zurückholt. So, das habe ich jetzt einfach linear gemacht. Aber ich kann natürlich auch dazwischen, wie bei den Gradationskurven, Punkte setzen und das Ganze noch örtlich anpassen. Also das finde ich ist eine sehr gute Lösung. Und ich würde sagen, so in etwa gefällt es mir dann auch. Und zeige mal gleich den Vorher-Nachher-Effekt. Ohne Belichtungsanpassung, mit Belichtungsanpassung. Wenn ich das ausklappe, dann sieht man, dass hier diese Helligkeitsbereichsmaske ist, ohne Helligkeitsbereichsmaske und mit. Jetzt habe ich keine ausgebrannten Töne, kann auch das Schild Zoologischer Garten jetzt wieder einwandfrei lesen. Insgesamt ist jetzt dieses Bild sehr blaulastig. Klar, der Himmel ist so blau. Wir haben eine Betonfassade mit Fenstern drin, wo sich dieses Blau jetzt entsprechend immer so drin wiederfindet und widerspiegelt. Also eigentlich ist die Farbe jetzt relativ authentisch. Mir jetzt persönlich ein bisschen zu blau und deswegen werde ich jetzt das Blau ein bisschen rausnehmen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal eine, die ich persönlich für die einfachste empfinde und zwar nehme ich HSL und wähle da die Blautöne an. Kann es auch wahlweise mit der Pipette machen. Da wird der Farbbereich hier ausgewählt und sage jetzt, die Sättigung der Blautöne soll reduziert werden. So. Kann man sich angucken, bis zu welchem Wert, also wo man persönlich findet, dass es gut aussieht. Ich würde so diesen Bereich so nehmen, dass es ganz gut aussieht. Und gleichzeitig kann man den Effekt noch verändern, indem man sagt, also der Himmel ist ja jetzt relativ hell geworden. Und man kann jetzt sagen, wir reden ja nur vom Blau, was ich jetzt verändere, dass ich diese ehemals Blautöne jetzt auch ein bisschen dunkler wieder ziehe, damit es wieder ein bisschen authentischer wird. Sagen wir mal in etwa so. Was ich jetzt auch sehe, das habe ich ja gerade hier unsauber zugeschnitten. Diesen Bereich, den muss ich mal noch wegnehmen. So ist es, wenn man es nur schnell macht.
Übrigens für Interessierte der Astrologie, hier ist gerade der Jupiter. Wir hatten an dem Tag eine seltene Sternenkonstellation. So, das war mein Tutorial, wie ihr auch große Bauwerke problemlos fotografieren könnt und ineinander kopieren könnt, ohne Verzeichnung. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jake.